Moin Moin und willkommen zurück. Eine Runde Dota 2 zusammen mit Buddy. Hallöchen. Hallo. Und ich habe auch noch ein kleines Rematch offen mit meinem liebsten Freund, dem Outworld-Devourer. Den habe ich ja schon vorgestellt. Buddy, wen spielst du heute? Ich spiele heute den Axe. Axe ist ein netter Nahkampfheld, der Durable Initiator, Disabler und auch jungeln kann. Seine Fähigkeiten sind der Berserker's Call. Ist ganz nett, werde ich am Anfang aber noch gar nicht ausbilden. Komme ich am Ende draus. Ich mache jetzt erstmal die anderen. Battle Hunger ist sein zweiter. Da kann ich einem Gegner ein Spell quasi aufsetzen, der ihm Schaden macht und zwar über Zeit. Er verlangsamt gleichzeitig den Gegner, gibt mir dafür dann aber Tempo-Bonus. Und der Gegner kann ihn verlieren, indem er jemanden tötet. Ein Creep oder einen Helden, wie auch immer. Creeps bieten sich da natürlich an. Es geht auch die eigenen Creeps. Ich werde mit als erstes die Counter-Helix ausbilden. Ist eine passive Fähigkeit, die mir mehr Schaden gibt. Und zwar, wenn ich angegriffen werde. Wenn ich angegriffen werde, kommt dieser Counter-Helix und ich drehe mich so im Kreis, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Hau im Radius von 275 ordentlich Schaden nochmal raus. Dann mein Ulti, Culling Blade, ist super nett, wenn der gegnerische Held wenig Lebenspunkte hat. Und zwar kann ich entweder Schaden machen, wenn derjenige nicht unter einer bestimmten Kill-Schwelle ist. Kill-Schwelle ist bei Level 1 300, bei Level 2 450, bei Level 3 625. Das heißt, wenn ein Held unter diesem Wert ist und ich meinen Ulti auf ihn setze, springe ich mit meiner Axt auf ihn und hau ihn sofort tot. Wenn er über diesem Wert ist, hau ich jeweils Level 1 150, Level 2 250, Level 3 300 Schaden auf ihn raus. Kriege gleichzeitig Tempo-Bonus und hole ihn ganz schön schnell dann ein. Zum Berserker's Call, den ich dann zum Schluss nehmen werde, ist ganz nett. Hier steht, Axe verspottet in der Nähe befindliche gegnerische Einheiten und zwingt diese, ihn anzugreifen. Genauso läuft das dann auch. Ich kriege eine Bonusrüstung und kann somit dann länger aushalten. Das werde ich eventuell dann, wenn ich nachher genug Geld habe, mit dem Blade Mail verbinden und bin dann ordentlich tankig. Ja, das so viel zu Axe. Okay. Ich gucke gerade schon zur Partie 3 Minuten. Was ist da denn nicht richtig? Ja, passt ja. Ist ja ganz okay. Ich konnte ja gut ausführen. Jo, das Ding mache ich auch. Das ist auch das Teil, was ich zum Durable mache im Prinzip. Weil ich sehe gerade Bonusrüstung 40. Gibt dir das wirklich ein plus 40 auf die Rüstung? Weil das ist extrem heftig viel. Ich meine, Ja, okay, gegen Zauber ist es egal, weil die ignorieren, glaube ich, die Rüstung, aber gegen. Weiß ich nicht, für so Leute, die dich halt mit Auto-Attacks oder sonstigen Angreifen, also Rechtsklick-Helden sozusagen, die können ja dann gar nichts mehr machen. das stimmt Das ist allerdings. schön. Mein Battle Hunger werde ich so oft wie möglich einsetzen, auch auf den Lanes, bisschen den anderen Helden auf den Sack gehen. Ich konnte nicht mal annehmen drücken, weil schon einer abgebrochen hatte. Ja, ich hab's schon gesehen, Gott. Ja. Initiator ist klar, wenn du Berserker's Call machst, dann muss er dich angreifen. Das ist eindeutig. Disable auch, weil auch wieder Berserker's Call, er kann nichts machen. Jungler verstehe ich noch nicht ganz, eventuell wegen Counter-Helix, weil einfach alles Schaden irgendwie dann verursacht. Ja, das würde ich sagen, dass das damit gut geht. Weil ich habe schon oft bei dir gesehen, wenn du irgendwie durch Creeps läufst und einfach alles abstaubst im Ja, Prinzip. klar. Ich hole mir den Fernkampf-Creep und dann sorge ich dafür, dass ich von irgendeinem von denen angegriffen werde und hau einfach alle vier oder wie viele gerade da sind, Gesetzt den mal Fall, über ich die soll Hälfte. gleich nicht mitgehen, müsstest du mir ein paar Creeps überlassen, weil ich ja auch Carry bin. Ja, klar. Ich Also, kann sie ja vorschaden für dich. ja,
Ich muss mal schauen, was da passiert gleich. Was wir da noch für Leute kriegen. Dann gehe ich vielleicht tatsächlich mal jungeln. Ich bin mit Ex noch nie jungeln gegangen, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, obwohl es ja drüber steht. Der, das, nur weil es da steht, muss man das nicht unbedingt machen. Also, das ist kein Zwang. Nein, nein, natürlich nicht, aber Es man bietet kann es ja sich mal meist an. ausprobieren. Ja. So, komm. Lord Arcus und Beide noch nicht Werewolf. bereit, Ne. betreten. Jungs, macht hinne. Wir wollen jetzt ja auch kein langes Wartespiel hier ausmachen. So, Lord Lord Arcus ist Arcus. dabei, aber Werewolf Wir sind die ist. Radiant. Bottom wäre natürlich schön. Na komm. Ja, also selbst wenn er jetzt noch beitritt, wird das knapp. Das wird nix. Das wird nix. Wieso bin ich eigentlich immer rosa oder lila? Ich will nicht immer rosa oder lila sein. Du. Das ist doch schwul. Letztens warst du grün bei mir. Ja, mal, aber fällt mir leider zu oft auf. Fehlgeschlagen. So, und da wir jetzt wieder High-Priority-Suche haben, dürfte das nicht so lange dauern. Ah, das ist richtig. Hoffen wir mal das Beste. Das habe ich auch lange nicht mehr gehabt, dass es so nicht zustande gekommen ist. Ich so lange nicht, dass er so lange sucht. Ist da nicht richtig, ja, wollte sagen. Ich habe es jetzt allerdings schon zweimal gehabt, einmal in meinem Team und einmal im gegnerischen Team, dass einer fehlte Ja. und es trotzdem zustande gekommen ist. Okay. Und derjenige dann im Midgame oder so dazugekommen ist. Ja. Beziehungsweise bei uns ist er dann na, Startspiel dazugekommen und ist danach komplett disconnected. Und wir haben das Ding trotzdem mit 4 gegen 5 gerockt. Okay. So, War ganz nett. Outworld Devourer. Ich habe ihn bekommen. Du Ja, hast Ex ich mein bekommen. Ex Das auch. passt doch schon mal. Wir haben Rosa. Ursa. Omni Knight. Omni Knight ist auch so ein Held. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Naja. Sonst ist das Medusa oder bin ich da jetzt schon wieder falsch? Das ist Death Prophet. Death Prophet, yes. Oh, Drow Ranger. Bin mal gespannt, was da noch genommen wird. Morphling, schön. Da haben wir unseren zweiten Carry eigentlich. Weiß nicht, ob Death Prophet ein Carry ist. Ich gehe mal drauf. Nee, ist kein Carry. Morphling ist ein Carry, ein sehr starker Carry. Ja, wie kannst du auf ihn draufgehen? Indem du auswählst, zurück zur Heldenübersicht. Ach so, dann 10 würde das seconds gehen. remaining. Nephurion, aka Nature's Prophet. Nephurion war ja noch bei dem 5 alten seconds Dingsens, beim alten remaining. Dota. Da drüben wissen die, glaube ich, noch nicht so. Oh! Bei mir ist gerade mein Dota verschwunden. Hallo? So. Ich gehe mal wieder rein. Ja, mach das mal. Okay. Ich guck mal eben, ob ich mein Guide offen habe. Ja, habe ich. Das ist schön. Keine Angst, ich bin das, der nach unten geht. So, mal gucken, wer in die Mitte geht. Ich schätze mal Nature's Prophet oder Death Prophet. Death Prophet könnte sein. Hat leider keiner einen Kurier gekauft. Ich überlege gerade, hätte ich mir noch irgendwas kaufen können? Ich habe zwar alles voll. Schön, dass du auch den Magic Wand als nächstes kaufst. Ich denke mal. Das sieht ja vielleicht so Ich aus. schaue gerade, was wir für Helden haben. Also wenn da irgendwie sowas. Na, Nature's Prophet, sei kein Affe. 30 seconds to battle. Wer ist denn da jetzt als Gegner noch dazu gekommen? Necrolite ist das, aber ich weiß nicht, wer. Also einer fehlt ja noch. Ja, Wenn wir klar. Necrolite als Gegner haben, wäre das schön, dann lohnt sich auch der Magic Stick. Ansonsten würde ich den eventuell überspringen. Ah, Jungle. Jungle kann natürlich auch. Ja.
So, da ist Spirit Breaker, also noch ein Carry. Carry, Carry, Carry. Ich weiß nicht, ob Nicorette auch als Carry gilt, eventuell. Was ist los mit euch? Ping. Ja, Ping machen die, um den Ping zu testen. Wenn du das eingibst, ist das so. Da kannst du den Ping testen. Ich gebe das mal hier kurz ein. Oben rechts sieht man jetzt hier Ping. 66 Millisekunden habe ich. Their dreams of conquest, I'll destroy. Dark, ich habe ihn wieder überholt. Path of destruction. Bin ich irgendwie schneller als die Creeps? Kann sein. Ich fühle mich so, aber die haben eigentlich 325 Movement Speed. Eigentlich müssten die schneller sein. Ich hab nur 290. So, das war wir haben gut Ursa geblockt. Hier bei uns. Ja, Ursa könnten wir eigentlich rauskriegen. Weil das ist so ein Held, der wird definitiv. Oh, Nikolai haben wir da auch, das ist gut. Schade, den Deny habe ich nicht gekriegt. Ja, noch kein Last Hit, das ist natürlich ätzend, aber besser ist es. Ich habe auch nur einen. Ja. Einer mehr als ich. Tut mir leid. Ja, kein Ding. Ich werde hier auch ein bisschen Harrison mal gucken. Verdammt, Last nicht gekriegt. Deny. Auch nicht. Jetzt ist er gleich mal gut hier. So, ich nehme Ursa mal raus. Dann kriege ich schneller meine Lasts hin. Hallo. Ey. Entschuldigung. Jetzt ist aber nochmal gut hier. Mein Fehler. So, jetzt habe ich aber einen. Das ist nicht gut. Gucken wir mal, was die nein können. Naja, das war auch nix. Den nehmen wir nochmal raus. Den nehmen wir nochmal mit. Ah, schade. Schade. Kann man schon den Magic Stick kaufen? Das ist natürlich schön. Wir haben keinen Kurier, ist echt ätzend. Ah, Gott. War von mir schlecht. Verdammt, die Naya auch nicht hingekriegt. Radiant structures are fortified. Darkness advances. Na, kommt zurück, Ursa. Weil wir sind natürlich off position. Das war nicht gut. Zwei mickrigen Last Hits, bin ich hier nicht gut dabei. Schön. Ja, schön, wir könnten jetzt die Magic Wand kaufen schon, aber wir haben keinen Dingsens, kein Kurier. Richtig. Das ist reichlich ätzend. So, den hole ich mir nochmal eben. Der geht nochmal eben raus eine Runde. Ah, ich bin hier off position. Das ist nicht gut. Mal mir mitnehmen. Bisschen Heilung. Raus mit dir. Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Ja, nimmt mich auch. Ja, ich kann ihn nicht rausnehmen. Er hat natürlich darauf gewartet. Ja. Ja, ich kaufe den Magic Wand jetzt trotzdem schon mal. Mach das. Warum hat er den Furion? Der ist doch, ist er nicht auch Support? Darkness advances. Nein, Idiot. Dark Auspices. Ah. Ja, er hat's behalten. Dire structures are fortified. Den habe ich bekommen. Den nicht. Den, das war aber meiner. Ja, ja. Der auch, ne? Alle beide. Solange du die bekommst, sind zumindest nicht flöten, das ist in Ordnung. Ja, ja. So, dich mal raus für eine Zeit. Er wird das als Anlass nehmen, uns anzugreifen, sobald ich mein Gefängnis mache, ne? Weil das dann verbraucht ist quasi. Ja. Hallo. Muss ja, entweder muss ich mir Harrison oder ich muss zumindest irgendwas machen, was ärgert. Bleib mal hier. Ja, ja. Ja. I will do this. Okay, so. So, nochmal ein bisschen drauf gehen. Ich nehme ihn raus. Komm weg da. Solange er das da drauf hat, ist das böse. So. Nicht mal den habe ich bekommen, der war doch so gut. Der war meiner. So, langsam hier mal ein bisschen Platz machen. Weißt du was, ich kaufe einen Kurier. Okay. Oder nicht? Ja, das Problem ist ja, du kannst den hier im Sideshot nicht kaufen, musst erst zurück zur Base. Ja, ich weiß, das ist doof. Ich habe gerade keinen Mana, das ist auch irgendwie doof. Achtung, ja. Ja, ja, ich gebe ihm noch ein bisschen Schaden mit.
Ah, diese Aura von ihm auch letztens, von Nikolite, die macht mich irgendwie immer weniger Leben pro Sekunde. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, wo ich hier stehe. Ja, so ist auch in Ordnung. So, ich kaufe ihm Schuhe. Ja. Wenigstens etwas. Oh, 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 oh. Wieso? Bottom is missing, according to Rosa ist gerade eben. Ja, oh, der hat sich eine Rune geholt. Aber das sind beides Illusionen. Illusion. Ja, er wird uns trotzdem mit ärgern wollen. Ich geh mal drauf. Die weggehen. Ich hol ihn zum Turm. Ja. Ja, auch in Ordnung. So. Kommunikation ist wichtig, habe ich gelernt. Also, mal eben jemanden beauftragen, den Kurier zu kaufen. Ich als Carry kaufe ihn nicht. Das muss nicht sein. Yes. Was war das? Hab ich nicht gesehen. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Zumindest mal im Denied. Ja, yes. Ich geh wieder auf den Sack. Mhm. Schön geholt. Geht. Darkness advances. You get nothing. Path of destruction. Ja. Updrafted. Fängnis ist mal Ursas missing. Ja. From the world on the rim. Yes. Kann man Schuhe holen? Mhm. Ein bisschen aufpassen. Oh ja, genau, der Turm greift mich an. Ganz, ganz cleverer Turm. Verfluchte Scheiße. Foul portents. Was ist da denn jetzt los? Huch. In flight. Was trotz Ping-Test? The Harbinger comes. Ey! Entschuldigung, jetzt hol dir den. Ja, zu spät. Wer ist denn? I take wing. Grün. Grün erkenne ich gar nicht bei uns. Hä? Ja, bin ich dumm? Yes. Oh Mann, ey, der nervt mich. Da sind doch grüne Buttons bei uns in der Basis. Wer ist denn, wer hat diesen Griff grünen Dingsens? Weiß ich nicht. Ist das? So, ich hau mir mal einen Trank rein. Nature's Prophet. Ah. Ja, weil der wahrscheinlich raus ist. Oh Gott! Death ja. Hilf mir mal hier. Entschuldigung. Ja, ja. Und weg. Und weg. The blood sun rises. In flight. Gut. Darkness advances. War oben Omni-Knight ist auch raus. Hier Seite. Ja. Schade, den kriegen wir nicht. Du kannst dich positionieren auf den Christ. Na, oh, da kommt Ursa. Okay, 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 okay. Oh Gott. Das hält nicht so lange an. Er ist nicht schneller. Ich bin ja schneller, ja. Ja, ja. Hat er keine Schuhe? Doch, er hat Schuhe. Ja, jetzt habe ich hier langsam schon relativ viel Gold, aber ich habe keinen Kurier. Das ist kacke. Ich meine, okay, wir haben ja noch den Zeitshop. Na, so ist es nicht, aber... Ich habe auch keinen Mana, leider. Nee, ich auch nicht. Obwohl meine Aura wirkt, aber... Your middle tower is under attack. Ja, da ist keiner da, ne? Da war Nature's... da war Death Prophet. Ja. Eventuell kriegen die den down. Was ist da los? Your middle tower is under attack. Eben hin? Naja. Ist auch schlecht. The Harbinger comes. Your middle tower is under attack. Yes. Eventuell werde ich dann mal eben Mitte gehen. Also, oh, da kommt... Ja, ich weiß, wo er mich weghauen. Schön. Ich konnte nichts machen, ich hätte keinen Mana. Nein, 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 nein. Double Kill, schön. So, schade, dass das Spiritbreaker da nicht mehr drauf geht, das war knapp. Ja, Death Prophet Level 7. Und das, obwohl er da schon ewig steht. Ne, Furion ist wieder da. Ich werde dann gleich mal ein Dingsens kaufen. Mach das. Weil ihr alle so doof seid hier. Ich geh mal mit. Das war dumm. Oh, er ist wieder da. Dann gehe ich nicht mit. Ja. Hätte ich mir auch eine Dingsrolle holen können.
Habe ich leider auch nicht mehr kaufen können. Ich jetzt kann Dina natürlich farmen. Ja, eventuell brauch. Was hat mir Furion da gemacht? Ja. Gott, warum brauchen wir den gar nicht mehr weiter? Okay, die sind am Turm. Ja. Wir könnten Nikolite kriegen, ne? Ja, ich gehe oben lang, deswegen. Ja. Ich krieg. Also ich kann ihm von der Seite mein Dings geben und dann ran. Ja, ich hole ihn raus mit dem Gefängnis. Okay. Drei. Zwei. Raus! Geh ran, geh ran, geh ran. Geh so, dass ich ihn kriege. Komm schon. Nein. Ja. Den hab ich. Ah, oh, hast du sogar. Hab ich. Auch in Ordnung. Nikolai hat das Spiel verlassen. Was ist hier los? Das ist eine ganz komische Partie. So, wir müssen aufpassen, dass eventuell... Ich kann Spirit Breaker nicht sehen. Ich weiß nicht, ob er angerannt kommt. Ich kann ihn aber rausnehmen, wenn ich das schnell mache. Ja, was soll ich tun? Wir haben genug Spieler, die müssen sich darum kümmern. Zwei unten in der Base. Weiß nicht, was da los war. Keine Ahnung, was Death Prophet da macht. War der im Secret Shop? Ulti habe ich ready. Ich auch. Bringt mir nur noch nicht ganz so viel. Ich werde mir einen Null-Talisman kaufen. Was brauche ich dafür? Oh, fuck. Pass auf. Okay, ich komm weg. Ja, lass es zurück. Du bist doch low HP. Hast du auch irgendwas zum Aufladen? Tango. Aufgabe von Omni Knight. Ja, schön. Achtung, Ursa. Ja. Ich pass auf, ich nehme ihn raus. Ich bin schneller. Eventuell kommt der Spirit Breaker noch irgendwo angerast. Das weiß ich nicht. Natürlich sein. Ich sehe es noch nicht. Ja, da kommt Achtung er. Da, ja. Er geht beide Ulti ab. Ja, oh, shit. Ah, den hätte ich mit meinem Ulti kriegen können. Wie bescheuert von mir. Aber Ursa geht down. Nee, das glaube ich nicht. Oder auch nicht? Nee. Ah, bringen Sie zum Turm, bringen Sie zum Turm. Ja, gut, 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 gut. Schade. Ja, der kommt. Fuck, zu lange umgedreht, aber trotzdem. Der ist down gegangen. Ich wollte mich umdrehen und ihn ins Gefängnis nehmen. Ja. Ärgerlich. Ganz ärgerlich. Naja, gut, komm. Ja, da kommen gerade komische Geräusche, das ist in Ordnung. So. Kann mich leider nicht hinporteln. No stats recorded. Ja. Ich weiß. I remain undefeated. So. Ja. Wo ist unser Dingsens? Da kommt der gerade. Fucking Noobs. Ja, wen meint er damit? Seine eigenen Leute? Keine Ahnung. So, mal wahrscheinlich. Eben. Ich hab den Null-Talisman zusammen. Geh jetzt auf Power Treads. Ich hab meine Schuhe gleich zusammen. Can't wait. Ich komm wieder runter. Da kommt irgendwas angeflogen. Wie? Was war das denn? Irgendein Watch von jemandem. So ein Ding, was angeflogen kommt und dann konnte derjenige wahrscheinlich uns sehen. Oder war das mein Teleport? Nein. Das war so eine helle Kugel. Okay. Gott, warum mache ich denn so schlechte Last Sets? Wollte ich den holen. Also, dass du den haben konntest. Ja, du, ich mache aber auch gerade echt schlechte Last Sets. Das ist gar keine Frage. Und wieder zwei raus bei uns. Ja, aber bei denen auch. Spirit Breaker ist noch da. Und ich bin zwar in die richtige Richtung gedreht, aber... Ja, komm. Komm runter. Ja, ja. Das war schade, dass meine Drehgeschwindigkeit quasi zu langsam war, weil ich war schon zu ihm quasi hingedreht und er war kurz davor, die Animation zu machen. Ja. Ey. Ich muss gleich mal ins Secret Shop. Hm. Besten dann ja jetzt gleich. Yes.
Red doch mal ein bisschen. Your top tower has been denied. Das ist auch gut. Ja, gut. Ist in Ordnung. Ich kann aber eben kurz runter zum Sideshop und hol mir meine. Ja, ich geh zum Secret. Power Treads. Das ist schön. Machen wir den mal ein bisschen auf Mana. Pass mal auf, dass hier keiner ist. Aber es sind sowieso gerade. Also nur zwei da. Ja. Ah, schade. So, ich gehe ein bisschen zurück, damit der Turm mich hier nicht trifft. 200. Morphic hat einen Turm down gekriegt. Schön. Gut. Wüsste gern, wo Mitte ist ja auch schon down. Ja. Ich wüsste gern, wo Spirit Breaker wäre. Das ist nämlich immer eine Gefahr. Schön, jawohl. Der Turm ist down gegangen. Kann ich ja gleich schon wieder in Secret Shop gehen. Foul Portents. Oh, ich hab relativ jetzt viel Gold. Da ist er, in der Mitte ist er. Ja. Nee, das ist Joe. Joe in der Mitte. Ja. Rosa ist tot. Ich geh gleich auf die hier. Darkness oder? Advances. Der Vanguard zusammen. Ja. Fair warning. Oh, so eine Kacke. Yes. Ja, so. Oh, der hab ich sogar noch gehabt. Middle Tower ist under attack. Middle Tower ist under attack. Wo ist denn. Ja, ja. Ah, da kommt. Ursa ist hochgekommen gerade. Ja. Aber macht ja nichts, ist ja egal. Ich geh hier oben lang. Okay, ich geh hinter ihm lang. Ja. Da, ich seh ihn. So, nochmal 10 Schaden mehr bekommen. Ich hol mir den Spirit Breaker? Nein, deren Kurier. Ah, okay. Schön. Nee, der hieß Drow. Drow ist da, ja, sag oh, ich doch. Oh Gott, das war so knapp. Komm her. Ja, ich komm. Da hat sie schon relativ viel Schaden reingedrückt bekommen. Ich seh sie natürlich hier oben nicht, das ist dumm. Da läuft sie. Ja. Schön, Ursa, da kommt Ursa. Weg da. Alles drauf. Ich hab ihn rausgenommen. Ich laufe ihm weg, weil ich nicht so viel aushalte. Ja. Komm schon. Ich kriege ihn noch, du Scheiß. Pass auf, dass er dir eventuell hinterherläuft, ne? Der läuft hinterher. Mach einen Weg rum. Komm her zu mir. Ja, schön. Und ich nehme ihn raus. Schön. Keine Ahnung, ob Spirit Breaker kommt. Ah, Mist. Schade. Ich wollte ihm das so. Den anderen noch mitgeben. So, kann eben zum Secret Shop und mir dann mal eben was fertig machen. So, mal gucken, ob er hier noch irgendwo rumlaufen ist. Da, ich kann mir Sange auf einen Schlag kaufen. Auch gut. Morphling ist mit bei uns. Ja. Ich komme mal da oben mit ran. Der Kurier kommt ja zu mir. Attack. Geh mal ein bisschen hier in Deckung. Weil ich am schnellsten drauf gehe. Schön. Der ist down. Ich sehe auch Spirits noch immer noch da oben. So. Den Magic Wand lassen wir mal da. Cripple. Okay. Da ist er. Wer ist wo? Spirit Breaker ist da links und Ursa kommt angelaufen. Ja, komm her, komm zurück. Da ist Ursa. So, und gleich sag ich. Ja, der kommt auf mich drauf. Tu das jetzt mal. Jetzt? Ja. Gott! Komm schon, ja. Schön. Und wieder ran. Ich hab den auch schön verkrüppelt. Ja, geht nur auf Bewegungstempo, aber das ist egal. Da ist Ding ist Bombe. Necrolite, ja. Oh, ich krieg auf den Sack. Lauf weg da. Ja, ich geh runter. Oh Gott! Gott. Das war knapp. Ja. Fair warning. Lebt er schon wieder? Joe lebt. Okay.
Ich werde ihn noch versuchen. Spirit auch wieder. Ja. Ich geh wieder weg. Mal ein bisschen runter. Weil ich auch nicht mehr so viel Leben habe. Da kommen sie. Ist er mit. Der kommt angerannt. Yes. Hat mich. Oh, weggefangen. Und da weg, und weg, und weg. Ja, ja. Dann ist er nämlich, das wird aufgehoben dadurch. Ja, Ursa hat auch umgedreht. Ja, Force Death. Ich weiß nicht ganz, wie Force Death funktioniert. Mittel? Ich werde ihn mir trotzdem mal. Die sind holen. Alle gerade oben, lass uns mal durch die Mitte. Ja. Hier so, ich gehe hier schräg durch. Ja. Warte eben, ich muss ihm Ring of Dragon holen hier aus dem Sideshop. Pass auf, die kommen runter. Nein, lass es, lass es. Oh. Ich will ihm ein Ulti geben. Oh Mist, ich hab hier gerade Creeps. Naja. Mach die mal eben tot. Hey. So, jetzt Mitte. Okay. The Harbinger comes. Lass mir mal eben Sange zukommen. Ja, dann bevor der gleich wieder losläuft, nehme ich meine Sachen auch noch mit. Dann kommt das erst zu mir ganz kurz, ja. Und dann. Okay. Komm, komm, komm. Und jetzt. So, mal gucken, was wir machen können. Bis die da unten soweit sind. Ich meine, die sind da mit Spirit und Ursa. Das ist eine heftige Kombi. Aber die haben wir eben schon down gekriegt. Ja, und Joe war da auch noch. Die waren da alle drei. Mein Ulti ist auch ready. Von daher, das sind alles keine Intelligenzhelden. Die werden richtig viel Schaden gleich reingedrückt bekommen. Sehr schön. Ich kann auf Arcane Orb gehen. Werde ich auch aktivieren. Ist ein Autozauber. Der ist sehr schön. Unten steht noch Ursa. Ich sehe aber Spirit Breaker nicht mehr. Spirit ist oben. Also in deren Basis. Sauber. Ja, das hätte ich mir auch schicken können. Achso, schick zu dir. Schick zu dir. Nochmal. Ja, tu ich doch. Nochmal, 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 nochmal. Regeneration. Ja, er muss. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Hm? Aber ich habe noch mehr Sachen in der Basis. Wieso laufe ich denn jetzt nicht? Achso. Ah. Da oben ist Drow, muss ein bisschen aufpassen, ich bin angeschwächt. Your bottom tower has fallen. Ach, blau ist Drow. Ja, von meinem Gucken wegen des Towers, du stehst da so ganz dämlich gerade rum. Ja, ich merk das schon. Zu welchem Tower? Entweder gehen wir hoch und helfen meinem Spiritbreaker zu ballern. Ja. Naja. Komm schon ran, da kommt Drow hinter uns. Egal. Ja, kriegt alleine hin. Weg. Dann zu Joe. Ja. Komm, lass uns Joe holen. Ich versuch sie rauszunehmen, sobald ich kann. Ja. Hat sich zurückgekauft. Ja. I see. Da ist sie. Hast du die Items bekommen? Nein. Aber jetzt haben wir Flying Courier. Okay. Ja, macht nichts. Dann bringt er mir jetzt noch mehr. Ist okay. Oh, ist auch gut. Ich muss echt aufpassen. Ich brauche mehr Distanz. So. Geh dem mal eben entgegen. Ja. Der kommt gar nicht zu mir. Ja, dann schick ihn jetzt zu dir, jetzt. Ich geh da mal runter. Ja, ich komm auch mit runter. Weil ich schaff Ursa wahrscheinlich alleine. Oh oh. Ja, on my way, ist ja in Ordnung. So, wollen wir eben das Ganze aufhalten mal ein bisschen. Bis ich da bin. Der kriegt nämlich gleich die Kombi raus und Ulti drauf. Ja, mach das. Hol ihn raus. Sauber, ich kann auch gleich. So, und wenn er gleich wiederkommt, ist er down. Oder so. Bist du ihn alleine? Ja. Gar kein Ding. So, jetzt hole ich mir die ganzen Creeps hier. Aber wenn die mir gerade viel Schaden reinzimmern. Schön mit deinem Ulti das mit deinem Passiv gelöst. Sehr schön. Die nächste Welle. Ist natürlich ein schönes 3 gegen 3 Match, auch in Ordnung. Ja. Ich gehe mal zurück in die Basis und guck mir das kurz mal an hier. Wer macht das? Top Dev, ja, gehe ich gleich hin. Ich gehe auch hin. So, ich habe jetzt den Force Dev zusammen. Ich weiß, dass ich mich damit verschieben kann oder Gegner damit verschieben kann. Das weiß ich. Aber mehr weiß ich da nicht. Ich dachte gleich einfach mal, dass Spirit mich angreifen soll. Ich hole ihn mir alleine, glaube ich. Ja. Ach, ich muss eigentlich das mal eben abwarten, damit ich mir den Ultimate Orb holen kann. Komm, die 10 Gold. 1, 2, 3, 4, 5. Voll. Und hin. Kriegst du den alleine hin? Der stunt dich die ganze Zeit, ne? Ja, ja. Läuft, läuft. Oh, schön. Schön. Hat alles gepasst. Ich komm mit hoch.
Ja. The enemy's middle barracks has fallen. So, wollen wir noch ein bisschen Creeps abgrasen. I bring destruction. Entschuldigung. Kein Ding. Das war Auto-Hit. Du, ich hab mittlerweile so viel Intelligenz. Es ging nur darum, am Anfang ein bisschen Intelligenz anzusammeln. Mittlerweile ist das aber genug. Ja, okay. Wie viel hast du? 64. Ja. Ich muss nur mal so einen Wert haben, wenn ich weiß, wie viel so ein Stärkeheld hat. Ja. Weil Ursa und Spillbreaker sind ja beide Stärkehelden. Alter, Morphling macht das da alleine. Was? Gut. Ja, schade, dass der eine rausgegangen ist, dann hätte das gezählt. Was hätte gezählt? Das Match, jetzt zählt es nicht. Wieso zählt das jetzt nicht? Weil der eine disconnected hat, also das Spiel aufgegeben hat. Weil er so cleverer Bursche ist. Wer jetzt? Keine Ahnung, irgendeiner hat's gemacht, ich weiß nicht, wer das war. Ah, ich war da. Da kommt Spiritbreaker, aber der wird vom Morphling alleine weggebombt. Ja. Ja. Greift der Turm gerade mich an, obwohl da zig Creeps stehen? Das ist aber nicht nett. Jetzt greift er mich an. So. Arcane Orbs auf Stufe 2. Ich muss hier mal hochgehen, damit ich hier ein bisschen mehr Schaden machen kann. Schön. Ich mach hier mal die Creeps weg. Ja. Weil die ein bisschen Unterstützung hier kriegen. Unser Mitteltower? Ja. Was war denn los? Scheiße. Ich geh da mal hin. Ich geh runter. Ja, ich komm mit. Ja, das sehe ich ja, aber die werden auch weggeräumt. Also die haben zwei Barracks verloren, wir haben eine Barracks verloren. Also eine Barracks-Seite. Ja. Oh oh, Morphling, pass auf dich auf. Ursa kriegen wir. So nicht. Oh oh. Ja, ich geh hin. Ursa hat sich immer noch da unten verpieselt. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Ich gehe da auch hin. Da unten ist er. Ich nehme ihn sofort raus, wenn ich kann. Ja, Moment. Ich brauche noch ein bisschen. Ja, ich nehme ihn trotzdem raus. Das passt schon. Er ist auch besteuert, ne? Warum steht er denn dann nur so rum? Mein lieber Freund. So. Ulti gleich hinterher. Bin gleich da. Komm her, Bro. Boom. Und tot. So. Aufräumen hier. Den krieg ich noch. Dankeschön. So, ich kann mir schon was Neues kaufen. Ne, ich warte noch ein bisschen. Noch nicht ganz. Kann man aus dem Nulltalisman noch mal schnell basteln? In Dagon, aber den will ich nicht haben eigentlich. Bin gerade dabei, mir das Heart of Trust zu kaufen, aber ich warte noch, bis ich es mir ganz holen kann. Dann lasse ich den Creep das. Den Kurier das holen. Mhm. So, wir müssen derseite hier. Ja. Im Prinzip sind die nur noch zu zweit. Und wir sind hier mit zwei Carries unterwegs, die relativ schon angefüttert sind. Vor allem Morphling ist Level 21. Ja. So, ich muss mal eben gleich kurz hier den Zeitjob. Kurier schicke ich mal eben zum Secret Shop. Hm? Und dann. Achso, nee, Moment. Kurier zurück zum Shop. So, dann kann ich mir nämlich aus dem Umdimmer-Orb die Skies langsam basteln. So, das Ding auch. Hier einmal zum Side-Shop hier, zum Secret-Shop. Das nehmen und dann zum Secret-Shop. Das Geräusch habe ich gehört. Das war das Ulti, glaube ich, von Ursa. Ursa ist auch schon wieder halb down. Yes. Da oben ist er ja, ne? Ja, den kriege ich so. Komm, ich komme mit. So, 25 Intelligenz nochmal oben drauf. Da ist Drow. Ja. Also ja, wird natürlich ferngesteuert, ne? Aber ja. Hol ihn mir. Ich hol ihn erstmal eben kurz raus. Ne, ich hol ihn nicht raus, ich hol ihn nicht raus. Boing. So, mal gucken. Ist jetzt zu Ende pushen. Türme da. Ja, den Turm kriegen wir. Fuck, Morphling kriegt den anderen auch noch. Ja, der ist so voll gefüttert. Nee, doch, eigentlich. Na, mal gucken. Geht er da rein? Hoffe doch nicht. Dark! Oh! Nein, noch außer Kontrolle! Selten gesehen. Avengement shall be mine.
Ja, Heart of Draft ist zwar unterwegs, aber... Alle weggekillt. Alter! Ist mit Morphling nicht richtig. So, das war ja ein seltsames Spiel, muss ich mal sagen. Ja. Man kriegt trotzdem Punkte dafür, auch schön. Ja. Krieg ich auch einen Gegenstand? Außer eine Truhe? Ne, jetzt kommen wir schon in die Truhen. Oh, was ist das denn? War das Treasure of the Forbidden? Ich kann das irgendwie nicht angucken. Jetzt. Wie lustig. Ja, ja, hat mir viel Spaß gemacht. Und Morphling kriegt nochmal eine Bewertung oben drauf, weil der ist schon Level 25. Ja. War, ja, weiß ich, Führungsverhalten nicht, aber lehrreich. Jo. Ja. Und schließen wir das Ganze mal. Ja. Oh. Nette Begegnung. Ich hoffe, die YouTuber hatten Spaß beim Gucken. Ja, irgendwie zählt das ja nicht richtig, muss ich sagen. Ne? Nein, aber es war ja zeitweise ein 3 gegen 3 und dann finde ich es eigentlich relativ fair. Und dass Joe dann da rausgeht und abhaut. Ja. Gut. Ja, es ist unnötig. Okay, ich würde ja nochmal noch eine neue Runde starten. Mhm. Unterbreche das Video an dieser Stelle, also wer das in der Playlist guckt, sieht mich dann gleich wieder oder uns, besser gesagt. Richtig. Dementsprechend, bis gleich. Bis gleich.